Let's Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Sherlock Holmes, ja, Jack the Ripper. Und ja, genau, wir gehen einfach mal auf Fortsetzen und müssen uns, wenn ich mich recht entsinne, in die Tierhandlung begeben. Und da hinten ist es erstmal ziemlich laut direkt. So. Wo ist denn die Tierhandlung? Hier und dann hier, nicht wahr? Doch. So. Hier in Whitechapel unterwegs. Ich muss in die Tierhandlung. Ja, wissen wir. Wir stehen vor der Tierhandlung. So, erstmal den hier fragen. Verzeihen Sie, guter Mann. Lassen Sie mich allein. Okay. Ich wollte nur freundlich sein, Moment. Ich muss mal kurz für mich den Ton etwas leiser machen, weil sonst höre ich mich ja selbst nicht. Irgendwie. Ist auf Weiteres geschlossen. Ich habe kein Glück. Abraham ist nicht hier. Dafür das Ganze. Ach, okay. Es passiert was. Piep, piep. Guten Abend. Oh, guten Abend, Sir. Wissen Sie, warum der Laden von Mr. Solomonowitsch geschlossen hat? Nein, aber vielleicht weiß sein Cousin, der Schuster, mehr. Ich glaube, die Polizei ist gekommen und hat ihm die Tiere weggenommen. Das könnte etwas damit zu tun haben. Wann war das? Erst heute. Die Kinder, die sie neulich bei sich hatten, waren hier und haben darüber geredet. Sie sind zu mir gekommen, weil sie Katzenfutter haben wollten. Sie haben kein Geld gehabt, aber ich habe ihnen trotzdem etwas gegeben. Oh Gott, der Arme. Stimmt etwas nicht? Stimmt etwas nicht? Ach, es ist nur... Bei ihnen war ein kleines Mädchen. Genauso alt wie meine Tochter. Sie wurde von den Engeln mitgenommen und ist wie ihre Mutter von uns gegangen. Dr. Watson hat mir von ihrem tragischen Verlust berichtet. Mein aufrichtiges Beileid. Möchten Sie mir davon erzählen? Wie ist es passiert? Eine Krankheit, Sir. Mein armes kleines Töchterchen litt Höllenqualen. Ihr Gesicht und ihr Körper waren von der Krankheit gezeichnet. Ihr Gesicht? Ja, sie sah aus wie ein Geist. Oh mein Gott. Unter welcher Krankheit litt sie? Dr. Gibbons hat versucht, es mir zu erklären, als ich mein kleines Töchterchen zu ihm gebracht habe. Aber ich habe es nicht verstanden. Bestimmt wollte er andeuten, dass ich Schuld an ihrer Krankheit hatte. Verzeihen Sie. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich verstehe. Leben Sie wohl. Ich sollte Dr. Gibbons einen Besuch abstatten. Oh mein Gott. Der Arme. Alter, boah, das ist schon krass. Dr. Gibbons, ist das der hier? Schon, oder? Schauen wir mal nach. Da liegt einer. Hier auch. Und da hinten. Ah, hier sind die ganzen Stöcke drin. Die hatten wir ja schon mal. Ich war schon irgendwie ziemlich lang nicht mehr, habe ich das Gefühl. Na gut. Dann fragen wir mal den Herrn Doktor. Guten Abend, Doktor. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Sherlock Holmes, ein Freund von Dr. Watson. Ah, richtig. Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich mache gerade sauber. Kein Problem. Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über einen gewissen Mr. Hardyman reden will. Einen Katzenfutterverkäufer. Er hat vor kurzem seine Tochter und seine Frau verloren. Ja, ich kenne ihn. Wahrlich eine Tragödie. Ich dachte, Sie können mir vielleicht etwas über die Krankheit erzählen, die seine Tochter dahingerafft hat. Die Krankheit hat wohl deutliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Ich will gleich auf den Punkt kommen. Wir reden hier von Syphilis, Mr. Holmes. Wie Sie sicher wissen, wird Syphilis durch intimen Kontakt übertragen. Aufgrund der großen Anzahl von Prostituierten kann sich diese Krankheit hier in der Gegend ungehindert ausbreiten. Der Erreger breitet sich langsam über den gesamten Organismus aus und zerstört ihn. Am deutlichsten sind die Symptome als Pusteln oder Läsionen im Genitalbereich und Gesicht erkennbar.
Manchmal rafft diese Krankheit ganze Familien dahin. Der Vater steckt sich bei einer Prostituierten an und überträgt den Erreger auf seine Frau, die wiederum ihre Kinder ansteckt, sei es während der Schwangerschaft oder beim Stillen. Hier in der Gegend ist das keine Seltenheit. Bei manchen Kindern mit angeborener Syphilis, wie auch bei der Tochter von Mr. Hardiman, kommt es zu Missbildungen im Gesicht, was nicht nur den baldigen Tod ankündigt, sondern auch Schande über die Familie bringt. Alter, ohne Scheiß. Missbildungen im Gesicht? Ja, ich zeige Ihnen eine Fotografie. Sieht man ein Gesicht wie dieses, weiß man genau, wo die Ursache dafür liegt. Die Augenlider scheinen zu fehlen, ebenso wie die Nase. Die Wangen sehen so aus, als wären sie mit einem Messer verunstaltet worden. Dieser Verlust der Gesichtsstruktur ist oftmals das Geschenk des Vaters an seine Kinder. Kann ich diese Fotografie mitnehmen? Ich sollte sie eigentlich vernichten, aber wenn sie ihren Besitzer dazu veranlasst, vor einem leidenschaftlichen Abenteuer noch einmal gründlich darüber nachzudenken... In diesen Fällen scheine ich immer die richtige Entscheidung zu treffen. Danke, Doktor. What the fuck? Okay. Fotografie eines an Syphilis erkrankten Kindes. Oh mein Gott. Okay. Irgendwie ist das gerade alles etwas komisch. Auf zur Schusterei. Alter, krass. Was hier abgeht. Mein Gott. Boah. Jetzt wollte ich ja eine schöne kleine Runde aufnehmen und dann plötzlich hier gerät alles aus dem Ruder. Oh Gott. Okay. Fragen wir mal den Herrn Solomonowitsch. Guten Abend, Mr. Solomonowitsch. Ah, Mr. Holmes, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Ihr Cousin Abraham hat Probleme mit seinem Laden. Was ist passiert? Ach, wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, wäre meine Antwort, dass es sich dabei um eine Angelegenheit handelt, die nur unsere Gemeinde betrifft. Aber da Sie durchaus etwas damit zu tun haben, haben Sie ein Recht zu erfahren, was los ist. Ach, ich habe also etwas damit zu tun? Abraham wurde dabei beobachtet, wie er Ihnen in der Nähe des Imperial Clubs wild gestikulierend etwas erzählt hat. Schnell haben sich böse Gerüchte verbreitet, was dazu geführt hat, dass ihm nun Unrecht getan wird. Eine ehrlose Verleumdung hat die Aufmerksamkeit der Behörden geweckt und auf Abrahams Laden gerichtet. Er beantwortet wahrscheinlich gerade Ihre Fragen. In der Tat habe ich gestern Abend mit Ihrem Cousin gesprochen. Ich bin schockiert, dass diese Unterhaltung ein derartiges Nachspiel hat. Wie ich bereits sagte, es handelt sich um eine Angelegenheit innerhalb unserer Gemeinde. In Zeiten der Not halten wir zusammen, aber wenn nicht... Es ist doch überall das Gleiche. Die Folgen von Missgunst und Abneigung können grausam und gnadenlos sein. Alter, wie der uns gerade anschaut. Ohne Witz. Sieht irgendwie witzig aus. Das alles klingt sehr beunruhigend. Ihr Cousin kennt einen, besser gesagt zwei der Männer, die am Abend des Mordes auf dem Mitre Square im Imperial Club waren. Einer der beiden, ein Metzger aus Aldgate namens Joseph, hält offenbar Informationen von äußerster Wichtigkeit zurück. Ich muss diesen Mann finden. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen? In Aldgate leben Dutzende jüdische Metzger und die Hälfte von ihnen heißt bestimmt Joseph. Außerdem müssen Sie wissen, Mr. Holmes, wir Juden halten uns aus dieser Mordserie lieber heraus und wollen mit diesem Jack the Ripper nichts zu tun haben. In ganz London zeigt man mit dem Finger auf uns und behauptet, ein Jude hätte diese Frauen so zugerichtet. Unsere Gemeinde ist in großer Gefahr, wissen Sie. Da war schließlich diese Sache mit Lipschki und Lederschürze. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber versprechen kann ich nichts. Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Gut, dann vielleicht bis bald, Mr. Solomonowitsch. Sie sind immer willkommen, Mr. Holmes. Ich bin lange genug die Straßen von Whitechapel auf und ab gegangen und sollte in die Baker Street zurückkehren, um über die neu gesammelten Fakten nachzudenken. Um genau zu sein, sind wir noch kein einziges Mal auf und ab gegangen. Und ich würde vorschlagen, das holen wir jetzt erstmal nach. Ja, ich mach das gerade echt. Das ist kein Scherz, ich glaube die Straßen auf und ab.
Ihr denkt euch vielleicht jetzt, was soll das? Aber ich mach's trotzdem. Das ist kein Scherz, ich lauf die Straßen auf und ab. Tja, what you gonna do? Baker Street, 15. Oktober 1888, 11.20 Uhr. Guten Tag, Holmes. Guten Tag, Watson. Hören Sie, Holmes, ich weiß, ich hätte eigentlich früher kommen sollen, um Sie über meine Nachforschungen in Kenntnis zu setzen, aber dieser Fall ließ mich meine Patienten und meine Frau mehr vernachlässigen, als mir ehrlich gesagt lieb war. Ich konnte mich die letzten Tage um diese Dinge kümmern und bin wieder bereit, die Ermittlungen voranzutreiben. Sie müssen sich nicht rechtfertigen, Watson. Auch wenn ich Sie als Beobachter dulde und Sie mir gelegentlich mit einfacheren Arbeiten unter die Arme greifen, möchte ich Sie dennoch daran erinnern, dass Sie bei diesem Fall keinesfalls unverzichtbar sind. Oh, Sie dulden mich als Beobachter. Das geht zu weit, Holmes. Nun gut, Herr Detektiv. Trotz meiner Abwesenheit habe ich an diesem Fall gearbeitet, dabei meine Ehe aufs Spiel gesetzt und schließlich einen vertraulichen Brief in die Hände bekommen. Sein Inhalt ist äußerst brisant und betrifft Dr. Tumblety und seine Gebärmuttersammlung. Lassen Sie mich sehen. Okay, das fand der Herr Watson aber mal gar nicht witzig. Wie lang ist der Brief? Okay, es geht. Den lese ich mal vor. Mein Herr, hiermit sichere ich Ihnen meine uneingeschränkte Unterstützung in dieser Angelegenheit zu, wegen der ich Ihnen schreibe. Niemand wird Schande über unsere Einrichtung oder uns selbst bringen können. Unsere verehrten Kollegen unterstützen unsere Vorgehensweise und sie werden nicht mit der Polizei kooperieren, solange die höheren Interessen, denen wir dienen, nicht gefährdet werden. Wie Sie auch erwähnt haben, dürfen wir nicht zulassen, dass wir den ungebildeten Menschen die Zwänge der medizinischen Forschung erläutern müssen. Ein allgemeiner Vertrauensbruch würde nur dazu führen, dass die Presse diese Angelegenheit mit den schrecklichen Morden im East End in Verbindung bringt. Aus diesem Grund habe ich vorsichtig das Gerücht, das Sie in Ihrem Brief erwähnten, ins Gespräch gebracht, als ich mich mit meinen Kollegen getroffen habe. Es scheint nicht unbegründet zu sein, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Vor 18 Monaten trat ein amerikanischer Arzt in London tatsächlich mit einigen Krankenhäusern in Kontakt. Seine Absicht war, weibliche Körperteile zu erhalten. Genauer gesagt, Gebärmütter. Anfänglich war seine Motivation der Abschluss seiner Forschung und ihre Veröffentlichung. Der nämliche Arzt hatte vor, jede Forschungsarbeit, die er an alle beteiligten Kollegen schicken wollte, ein frisch in Formalin eingelegtes Gebärmutterpräparat beizulegen. Daher war eine große Menge nötig und dieser Arzt bot einen Preis von 20 Pfund pro Gebärmutter. Die Krankenhausdirektoren haben dieser Nachfrage keine Aufmerksamkeit geschenkt. Davon hat man mich überzeugt. Unter uns gesagt, mein Herr, wer weiß, welche seltsamen Folgen dieses Vorhaben des amerikanischen Arztes gehabt hätte. Gerüchte über diese ungewöhnliche Anfrage machten in den betreffenden Krankenhäusern die Runde und haben sich seitdem auch auf andere Häuser ausgebreitet. Einfache Tagelöhner, die in unseren Organisationen arbeiten, dachten, dass sie für 20 Pfund durchaus einen kleinen Diebstahl wagen könnten. Vielleicht gar Schlimmeres. Die Identität des Arztes ist mir nicht bekannt. Aber er hatte, so einer meiner Kollegen, höchst bemerkenswerte Referenzen vorzuweisen. Nach einiger Recherche habe ich jedoch keinerlei Publikationen diesseits oder jenseits des Atlantiks gefunden, die mit dieser Angelegenheit in Zusammenhang stünden. Wie es scheint, verließ der Mann London kurz darauf. Ich glaube, dass er vielleicht wieder nach London zurückgekehrt ist und jemanden gefunden hat, der ihm dabei helfen könnte, die gewünschten Einkäufe zu tätigen. Ausgezeichnet. Dieser Amerikaner könnte uns noch von großem Nutzen sein. Das ist richtig und noch nicht alles. Ich habe Nachforschungen angestellt und bin dabei auf eine Krankheit gestoßen, die Symptome im Genitalbereich hervorruft und in bestimmten Fällen auch zu Missbildungen im Gesicht führen kann, die den Verletzungen ähneln, die der Mörder dem letzten Opfer zugefügt hat. Der Name der Krankheit lautet Syphilis.
Und diese Missbildungen treten bei betroffenen Kindern auf. Das weiß ich bereits seit Tagen, Watson. Wirklich? Hören Sie zu, Watson. Da Sie jetzt eh schon hier sind, können wir auch unsere Ermittlungen vorantreiben. Erinnern Sie sich an die Karte, auf der wir die Wohngegend des Mörders eingezeichnet haben? Ich denke, wir sollten dort ansetzen. An die Karte erinnere ich mich tatsächlich. Das müsste dies sicher sein. Ich habe von einem anderen Mordfall erfahren, der vor dem Mord in der Bucks Row verübt wurde. Ort des Verbrechens waren die George Yard Buildings. Wir sollten den Tatort auf der Karte vermerken und überprüfen, ob er im vermuteten Wohnbereich des Täters liegt. Wir müssen den Mord an Martha Tabram in den George Yard Buildings auf der Karte vermerken. George Yard Buildings, und was ist das hier? Kreidenachricht, ah ja. Gut, dann muss ich die wohl dahin. Hier wurde Martha Tabram ermordet. Es gibt keinen Grund, den Tatort aufzusuchen, da ich bereits alle Informationen habe, die wir in dieser Angelegenheit brauchen. Wie Sie sehen, wurde dieser Mord in der Gegend begangen, in der wir den Wohnort und sicheren Rückzugspunkt des Täters vermuten. Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen dem Mord an Martha Tabram und der Ermordung von Polly Nichols. Beiden Opfern wurden nicht dieselben Verletzungen zugefügt. Und der zweite Unterschied? Der zweite Unterschied beruht auf dem Gutachten eines Arztes. Dieser behauptet, dass zwei Waffen benutzt worden sein könnten. Und wenn man in diesem Geschäft einer Berufsgruppe nicht blind vertrauen sollte, dann sind das die Ärzte. Nicht wahr, Watson? Passen Sie bloß auf, Holmes. Der Mord an Martha Tabram wurde in einer Gegend verübt, aus der der Mörder, seine Feigheit ist unumstritten, schnell fliehen konnte. Einer Gegend in der Nähe seines Wohnorts. Seinen zweiten Mord musste er weiter entfernt von seinem Wohnort begehen, damit die Polizei nicht beide Fälle miteinander in Verbindung bringt. Da sich sein letzter Mord als ineffektiv erwiesen hat, brach er für seine weiteren Morde in unterschiedliche Richtungen auf, jedoch ohne sich weiter als zwingend notwendig von seinem Wohnort zu entfernen und stets mit seiner Flucht im Hinterkopf. Mein lieber Watson, wir wissen jetzt, wie dieser Mann aussieht, in welcher Gegend er wohnt und dass er direkt oder indirekt von Syphilis betroffen ist. Lassen wir auch die anatomischen Kenntnisse nicht außer Acht, über die er höchstwahrscheinlich verfügt. Aufgrund seiner wohl niedrigen gesellschaftlichen Stellung ist es sehr wahrscheinlich, dass er Metzger ist. Allerdings ist es durchaus möglich, dass er mittlerweile einen anderen Beruf ausübt. Vielleicht war er auch Arzthelfer, wer weiß. Um Klarheit zu schaffen, brauchen wir die Zeugenaussage des anderen Josephs, sowie die von Dr. Tumblety. Wie sollen wir vorgehen, Holmes? Da uns eine Zusammenarbeit mit der Polizei nicht weiterbringen würde und sowieso nicht möglich ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten, Watson. Warten und hoffen, dass wir mit diesen beiden Männern reden können, bevor der Mörder wieder zuschlägt. Ach, endlich! Das war ein langer Arbeitstag. Wie geht es Ihnen, Holmes? Gut, Watson, gut. Ich vermute, Sie haben immer noch keine Neuigkeiten aus Whitechapel. Nein, Watson. Fast ein ganzer Monat ist verstrichen. Wer weiß. Vielleicht hat sich unser Mörder selbst gerichtet, weil er sich seiner Schandtaten bewusst wurde und ihn Schuldgefühle plagten. Auf keinen Fall, Watson. In der Angelegenheit mit der Niere, die als Päckchen verschickt wurde und große Aufmerksamkeit in der Presse erregt hat, haben Sie nichts unternommen. Warum nicht? Als der Mörder die Kreidenachricht an die Wand geschrieben hat, wollte er großen Schaden anrichten. Der dem Päckchen beiliegende Brief war jedoch nur für einen bestimmten Empfänger gedacht und sollte bei dieser Person Empörung auslösen. Der Mörder hat bisher nie etwas getan, das nicht auch einen Nutzen bringt. Um zu belegen, dass die Kreidenachricht in der Goulston Street von ihm stammt, hat er einen eindeutigen Beweis zurückgelassen. Das Stück der Schürze. Kann man diese Niere wirklich als ebenbürtigen Beweis ansehen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sich unzählige Briefe auf Ihrem Tisch stapeln. Wäre es nicht an der Zeit, sich eines anderen Falls anzunehmen? Keinesfalls, Watson. Ich glaube, dieser Joseph scheut davor zurück, mich zu treffen. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor dem Mann, den er gesehen hat. Ein Mann, der berüchtigt ist für seine Grausamkeit und seinen Hass gegen die Juden. Leute wie diese gibt es in Whitechapel sicher viele. Aber ich habe dennoch Hoffnung. Und was Dr. Tumblety betrifft...
Wir haben ihn gefunden, Mr. Holmes. Wir haben ihn gefunden. Wen meint der Junge? Dr. Bumblebee. Er wurde von den Bullen eingelocht, aber sie haben ihn wieder laufen lassen. Und er hat sich immer umgesehen, als hätte er große Angst. Der will sich aus dem Staub machen. Watson, das ist die Gelegenheit. Das Spiel hat wieder begonnen. Hoffen wir, dass Tumblety seinen riesigen Koffer holt. Und du, mein kleiner Freund, vielen Dank, dass du mir die Last von den Schultern genommen hast, die ich fast einen Monat lang zu tragen hatte. Ich finde es krass, dass die jetzt wirklich einen Monat lang gewartet haben. Unfassbar. Ein Monat wurde jetzt übersprungen. In der Zeit hat sich hier Briefe gestapelt, wo auch immer. Keine Ahnung, hier liegt immer noch das. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich krass, muss ich mal ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sherlock Holmes sich einfach mal hinsetzt und monatelang wartet, bis irgendwas passiert. Naja. Dennoch würde ich sagen, dass das Folgende oder das, was jetzt kommt, kommt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.